nachhaltige Mode lockt. Auch die Prominenten, die bei der Berlin Fashion Week zu Gast sind. Zur Opening Show auf dem Lavera Showfloor steht einmal mehr das Motto natürliche Schönheit und Green Glamour im Mittelpunkt. Seit 27 Jahren produziert Lavera Naturkosmetik und erfüllt den Kunden immer wieder neue Pflegewünsche. Auf dem Lavera Showfloor im Umspannwerk am Alexanderplatz werden alle Models mit dem Lavera Natur Make-up geschminkt. Natürlich auch die Prominenten, die bei der Opening Show laufen. Ich habe zu Hause total viel Naturkosmetik, also so Lidschatten und Lipgloss und Concealer und so Zeug. Ich finde das gut, weil mir ist es schon wichtig, dass man so ein bisschen nachhaltig denkt und lebt in der heutigen Zeit. Die Qualität ist mittlerweile echt toll. Also man hat ja früher, war es ja wirklich so ein bisschen schwierig, da sah man dann so ein bisschen getüncht aus. Aber heute ist das richtig klasse. In jeder Richtung des Lebens wird mittlerweile auf Nachhaltigkeit geachtet, auf ökologisch, ob es biologisch oder ökologisch gut hergestellt ist. Und dann finde ich es auch wichtig, gerade das, was man sich ins Gesicht schmiert, dass da eben, dass das natürlich ist. Lavera-Produkte lassen sich auch in Mode umsetzen. Das beweisen junge Designstudenten von der Modeakademie Famoda aus Hannover. Nazan Eckes trägt das Grün der Aloe Vera. Und Ruth Moschner erinnert an blühende Lavendelfelder. Die Stoffe sind alle nachhaltig produziert, so auch das Rosenkleid, das Lavera-Geschäftsführerin Clara Ahlers tragen darf. Er ist auf dem Laufsteg praktisch zu Hause. Jorge González im strahlenden Weiß. Nachhaltige Stoffe können auch farbenfroh sein. Hier zu sehen bei Astrid Rudolph. Sila Sahin hat ihren großen Auftritt in einem Traum in Weiß mit langer Schleppe. Die Opening Show, ein gelungener Auftakt für Lavera. Feiern wir den grünen Glamour, The Green Glamour. Und all unsere Models hier wurden mit Lavera Naturkosmetik geschminkt. Und all diese Kreationen, die Sie hier sehen, die sind von den Studentinnen und Studenten der Famoda, ich kann noch nicht atmen, der Famoda Academy, der Modeschule in Hannover. Ich bin 47 Jahre und das erste Mal in meinem Leben auf dem Laufsteg. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vorher richtig Angst gehabt. Ne? Ich habe gedacht, Gott, jetzt musst du erstmal abnehmen und Sport machen. Aber ich habe dann gedacht, nein, man hat mich ja gefragt, so wie ich bin. Und ich finde, es hat riesigen Spaß gemacht. Alles wirklich mit Style, finde ich total cool, wie hier meine Kreation für den jungen Designer Fatima. Ja, zum einen ist unser Motto Newcomer. Wir haben ja dieser Tage von 12 Designern 7 hier, die noch niemals in Berlin waren, noch nicht gezeigt haben und die wirklich ihre absolute Premiere haben. Und so geht es unseren Studenten der Fachakademie für Mode in Hannover auch. Und von daher war es das Thema Newcomer, aber gepaart mit Pflanzen aus der Lavera-Welt, Mandelblüte, Rosenblüte. Um nachhaltige Mode auf dem Lavera Showfloor zu zeigen, sind nicht nur kreative Modeschöpfer gefragt, sondern auch engagierte Sponsoren. Wir sind eine Event-Location, die wir nachhaltig entwickelt haben, in den letzten Jahren gebaut haben. Und genauso ist das Produkt Lavera. Das entwickelt sich immer weiter und es ist einfach Zukunft. Und wir haben eine ganz große Nähe zu Lavera. Wir sind Damen, wir spüren da, das ist sehr authentisch, das ganze Produkt. Und wir lieben den Showfloor. Wir machen so viele Events hier im Jahr, aber dieser Showfloor ist einfach, das ist unser Ding. Celebrating Natural Beauty. Dank der prominenten Models ein erfolgreicher Auftakt des Lavera Eco Fashion Festivals.